Türkei und Russland verhindern, dass deren Piloten das Land verlassen, mit nicht schönen Mitteln in Anführungsstrichen. Lufthansa verbietet Dienstreisen für eigenes Personal. Dann geht es weiter. Wir haben einen Deal für euch in der Dealzone Malediven. Und wir haben Lufthansa. Nur jeder zweite Flug ist pünktlich. Und was sind die Service-Dienstleistungsfähigkeiten eines Security-Agents oder eines, wie heißt denn nochmal der Fachbegriff, eines Luftsicherheitsassistenten, am Beispiel der TSA in Amerika? Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Ganz wichtig auch wie immer bei dieser Folge ist es natürlich, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und kommentieren. Danke dafür, dass ihr das tut. Das erste Thema ist in meinen Augen ein guter Schritt, und zwar Dienstreisen zu verbieten bzw. zu vermeiden, wenn es möglich ist. Die Lufthansa hat jetzt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst, wenn ihr aus dienstlichen Gründen fliegen wollt, dann solltet ihr wirklich darüber nachdenken, ob das für euch Sinn macht. Da ja von Woche zu Woche entschieden wird, welche Flüge gestorniert werden, ist es natürlich auch so, dass jeder Sitzplatz zählt. Und da muss man sich halt wirklich die Frage stellen, ob man unbedingt erforderliche Dienstreise hat oder nicht. Und damit kann man halt die vorhandene Kapazität wirklich auch ein bisschen verbessern. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute bei Lufthansa jeden Tag auf Dienstreise sind. Das wäre mal eine interessante Zahl festzustellen. Aber ich denke mal, dass das ein guter Schritt ist, dies zu tun. Und freuen wir uns an dieser Stelle. Es macht vor allem Sinn, dass man das macht, wenn nur jeder zweite Flug derzeit pünktlich ist. Ganz genau. Es fallen so viele Flüge aus, die Flüge werden so verspätet und natürlich haben wir eine sehr hohe Nachfrage, die Kapazitätsprobleme und. Das sind ja ein altes Spiel. Und jeder zweite Lufthansa-Flug ist nur pünktlich. Das heißt also 49,8% sind pünktlich. Schwierig, ne? British Airways hat einen ähnlichen Wert mit 52,6, TAP mit 51, KLM hat 56% Pünktlichkeit immerhin, Swiss ist mit 58,40 besser, LOT mit 59, der Air France, also Air France mit 62, die Austrian im Konzern ist relativ gut mit 68, also fast 70%, Qatar ist über die 70% drüber und jetzt geht das immer weiter hoch. United 76, Delta 77% pünktlich, Iberia 80% pünktlich, Etihad 80% ganz genau pünktlich und bester in der Klasse ist Emirates Airlines. 83,6% der Flüge sind pünktlich. Gestrichene Flüge sind die, ja, muss man einfach mal angucken. Bei KLM 7,3%, Lufthansa 4,3%, also gar nicht mal so viel. Bei Air Austrian Airlines sind es 4%, bei British sind es nur 3,9%, LOT 0,6%, bei Emirates 0% gestrichen, Qatar Airways 0,3%, Iberia 0%. Ist doch toll, oder? Wenn wir uns jetzt die Flughäfen angucken, wo es um On-Time Departure geht, da ist es so, Frankfurt hat nur 35,4% der Flüge, die wirklich in der richtigen Zeit abgeflogen sind. München 43,3%, Zürich 52,9%, Wien mit 61,7%. Was ist das denn? Also da sind sehr, sehr viele Flüge, die dann halt ja, unpünktlich gestartet sind. Unschön, aber so ist es. Ein Grund dafür, dass natürlich viele Flüge unpünktlich sind oder aber auch, dass man Sitzplätze vom Personal freihalten muss, ist halt einfach so, dass die Pilotinnen und Piloten Mangelware sind. Man hat zu viele entlassen, die sind auf anderen Märkten oder andere Sachen. Gibt ja auch viele Flugbegleiterinnen, die jetzt bei der Deutschen Bahn sind und auch glücklich sind. Die Türken haben sich da was ganz Besonderes einfallen lassen. Die DGCA, das ist die türkische Aufsichtsbehörde, die hat ganz knallhart gesagt, wenn du als Pilot woanders arbeiten möchtest, hey, kein Problem, das kannst du tun,
aber es dauert 6 Monate oder länger, bis du von uns eine Lizenzbescheinigung bekommst. Ohne die Lizenzbescheinigung kann man nicht fliegen. Ganz genau, die braucht man. Und das Einzige, um es zu umgehen, ist, dass man vom Arbeitgeber eine Bescheinigung bekommt, die sagt, ja, du darfst gehen. Piloten können überall arbeiten und diese Verzögerungstaktik ist unfair in meinen Augen. Also ich sag mal so, ich kenne ja auch Piloten in Deutschland, die in Deutschland gelebt haben, aber in China gearbeitet haben. Die haben dann einen chinesischen Flug gemacht, also sind dann von Deutschland wieder zurück nach wohin auch immer geflogen, haben dann in Asien ihren Turn gemacht, je nachdem wie lange das war, eine Woche oder zwei, sind dann wieder zurück, haben 2 Wochen Ruhe gehabt und sind dann wieder geflogen. So geht das natürlich auch, aber dass der Türke seine Leute festhält, liegt natürlich auch daran, dass die Zahlen höher sind mittlerweile als 2019. Also bei denen brummt der Laden, brennt die Hütte. Und diese Beredungsengpässe bei türkischen Airlines möchte man halt einfach verhindern beziehungsweise einfach schauen, dass das gar nicht erst passiert, weil man selber auch wieder wahrscheinlich mehr Piloten braucht, wenn die Hütte brennt. Und es ist natürlich eine Einschränkung der Freizügigkeit. Ist halt jetzt kein demokratischer Zug, im Anführungsstrichen. Also es ist halt nicht so hübsch, aber es ist, wie es ist. Der Russe macht das genauso und die Rosavizia hat das auch gemacht. Die haben das noch sogar noch schlimmer gemacht, dass die solche ganzen Anfragen gar nicht mehr bearbeiten. Oder dann halt, schleppend. Wobei die Frage natürlich ist, was ist schleppend, was ist gar nicht bearbeitend. Schreibt doch unten in die Kommentarspalte, was ihr davon haltet, weil natürlich ein Pilot, ob er jetzt in Russland arbeitet, Türkei, in Deutschland oder wohin auch immer, das ist dem Piloten egal, wenn die Knete mehr ist. Natürlich haben die Angst, bei den Russen und bei den Türken besonders, dass die Piloten anfangen, bei Emirates zu arbeiten, bei Katar oder aber auch in Nordamerika, wo die Piloten händeringend gebraucht werden und vielleicht die Arbeitsbedingungen aus Pilotensicht durchaus interessanter sind. Fluggesellschaften schimpfen über die Security, über die Flughäfen, über die Loadies, die anderen über die anderen. Also jeder schimpft über jeden und jeder ist schuld. Jetzt lasst uns doch einfach mal schauen, was ist denn bei einem TSA-Beamten, und wir machen das aufgrund des amerikanischen Prinzips, erklären wir mal einfach, wie ein Luftsicherheitsassistent, was er für Fähigkeiten mitbringen muss. Natürlich, viele denken von euch, dass dann, ja, das sind Leute, die nichts im Leben geschafft haben oder sonst was. Finde ich ehrlicherweise nicht. Ich finde das respektlos. Ich persönlich gehe ja auch hin und sage, guten Tag, wie geht's? Hatte ja auch, glaube ich, erzählt von meinem Erlebnis in Berlin. Zumindest war das im Radiointerview eins, was ich gegeben hatte, auch ein Thema. Und da ist es halt so, dass diese Menschen jetzt wirklich sehr, sehr große Probleme haben. Warum? Psychologischerweise. Ich kann mir das sehr, sehr schwer vorstellen oder nachbauen, wenn ich ehrlich bin. Warum? Weil ich sowas, ich weiß nicht, vielleicht bin ich anders gestrickt, aber die gehen zur Arbeit morgens, gucken auf die Schlange geht durch die Halle oder wo auch immer, man sieht kein Ende. Und jetzt überlegt euch mal, ihr arbeitet 3, 4, 5, 6 Stunden, die Schlange ist immer noch so lang. Also es ist wie so eine Sisyphus-Arbeit. Ich glaube schon, dass das an einem zehren kann. Ich persönlich würde mich vielleicht wirklich, wie ich schon sagte, davon nicht so durchbelasten. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt für viele eine Belastung. Jetzt gucken wir doch einfach mal, was für Aufgaben und vor allem Verpflichtungen jemand hat. Und das ist halt jetzt im Rahmen der TSA, also bei den Amerikanern. Und zwar das Erste ist ganz einfach, sie sind da für unsere Sicherheit und für unsere, also dass wir auch bewacht sind, in Anführungsstrichen, dass niemand reinkommt. Für alle Reisenden, aber auch für alle Areas. Ganz, ganz wichtig. Also ich rede hier über die amerikanische TSA, das hat nichts mit den Deutschen zu tun. Also wer jetzt über Deutschland was sagt, der ist anders. Richtig, weil das natürlich etwas anders aufgebaut ist. Aber ich will es halt einem amerikanischen Beispiel machen. Dann die nächste Sache ist, natürlich müssen sie auch andere Agencies unterstützen. Also das heißt also zum Beispiel die Polizei, FBI, Immigration und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz, ganz viele. Dann müssen sie gucken auf den Bildern, die von unseren Gepäckstücken gemacht werden, ob da irgendetwas nicht normal ist. Dann muss man einfach auch dann direkt gucken, ob auf den Bildern das eine Gefahr ist. Ganz genau.
Oder an Passagieren selber tragen wir irgendetwas in. Wir hatten ja bei einem Stammtisch in Frankfurt ja mal gehört, was Leute für einen Quatsch machen. Und da hatte ja auch Winfried Hartmann, der Chef von der Frasek, der hat gesagt, da kommt einer und hat hier hinten so eine Machete draufgeklebt. Ich meine, wie kommst du dir da drauf, eine Machete auf den Rücken zu kleben? Der Grund dafür war, er wollte einfach die Security testen. Ich meine, wie bestusst kannst du denn sein? Dann müssen sie natürlich auch noch weiter die Mengen kontrollieren. Das heißt also, wie die Leute durch die Security gehen und die natürlich effizient verteilen. Dann muss man auch gucken, ob der einzelne Passagier auch eine potenzielle Gefahr darstellt. Und dann muss man mit der Technik umgehen können. Das heißt also, man muss mit dem Scanner umgehen, man muss mit den Schnüffelgeräten, mit den Detektoren umgehen und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann muss man natürlich auch entscheiden, wenn man die Leute abklopft, wann das gemacht werden muss oder aber auch, wie es gemacht wird, dass es ordentlich gemacht wird. Und natürlich auch ganz, ganz wichtig, wenn es um Materialien geht, die halt potenziell gefährlich sind, einfach wirklich nochmal kontrollieren, ob das wirklich gefährdet ist. Und man kann natürlich sagen, dass diese Leute, ja, als alles bezeichnet werden. Und ich weiß, habe ich dann auch mein Späßchen gemacht und es ist jetzt nicht so, dass man denen halt viel nachsagt im Rahmen der Intelligenz. Aber wenn man sich einfach mal anguckt, was so die Minimum-Voraussetzungen sind, man muss zumindest ein Highschool-Diploma haben oder ein GED in den USA. Das heißt also, wenn man einen College-Abschluss hat, vor allem aber auch in Criminal Justice oder in Political Science oder Socially Can Help. Also das heißt, dass man damit dann halt wirklich etwas außer der Reihe steht. Auch wenn man als Security Guard oder aber im Militär oder auch schon mal als Gesetzesbeschützer, also Polizist oder sonst was, Law Enforcement, wie es im Englischen heißt, dann ist das natürlich nicht schlecht. Man kann sich für den Job dort bewerben. Und wenn man jetzt wissen will, was das Gehalt ist, das Gehalt fängt bei $16,90 an und kann bis zu $31,12 pro Stunde hochgehen. Und wenn man sich das anguckt, dann sind das zwischen 33.000 und 64.000, also so Pi mal Daumen, Dollar. Und natürlich, wenn man auf irgendeiner merkwürdigen Position in Alaska ist, dann gibt es natürlich mehr Geld, weil das bei der Bundeswehr nannte man das, glaube ich, Buschzulage oder sowas. Ne? Oder gibt es das bei der Polizei auch, Buschzulage? Also auf jeden Fall ist es halt einfach so, dass man ein Interview machen muss und dann dieses Training machen muss. Und man wird dann selber auch nochmal da geschult, dass man halt wirklich viele Sachen lernt. Also das heißt also, Gefahren von terroristischen Angriffen, sich lernt biometrisch, also Reisedokumente testen, also tausende von Sachen. Also ganz so einfach ist das Ganze nicht. Und wenn man sich das Ganze jetzt nochmal anguckt, fragt man natürlich, was ist da der Teil, der uns als Dienstleister angeboten ist. Das alles ist Dienstleistung. Das Ganze uns auch ordentlich anzusprechen. Und das ist etwas, was ich in Amerika immer gehabt habe. Ich bin immer ordentlich, respektvoll angesprochen worden. Also das heißt Sir und so weiter. Das finde ich schon in Ordnung. Was ist eure Erfahrung in den USA? Was ist eure Meinung? Sollten wir davon in Europa vielleicht auch ein bisschen was von lernen und ja, ablesen können? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, naja, kein Job für mich? Spannende Diskussion, hoffe ich, mit euch darüber zu haben. Vielleicht beim Stammtisch. Übrigens, Side Note, Stammtisch, Berlin, 21. Juli, 22. Juli in München. Frankfurt bin ich gefragt worden heute. Frankfurt ist geplant, wahrscheinlich August. Nur damit ihr es gehört habt. Dealzone, dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Da haben wir einen Deal für euch auf den Malediven von Athen aus, 870 Euro. Ich fand das spannend. Und zwar ist es so, dass man mit Saudia halt fliegen kann. Und ich finde die Saudia Business Class, auch wenn sie trocken ist, gar nicht mal so verkehrt und so schlecht. Aber es ist halt trocken. Wer halt unbedingt trinken möchte,
aufpassen. Aber für den Preis, da gehen wir doch auf den Malediven, gehen wir doch schön einen trinken. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff und der heutigen Ausgabe. Unterstützt uns mit eurem Abo, mit eurem, was brauchen wir noch, Glocke müssen wir machen. Dann müsst ihr noch kommentieren und natürlich ein Like da lassen. Also insofern viel, viel Arbeit für alle. Ich schneide jetzt das Video, mache noch die englische Ausgabe. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Und bis morgen für eure tägliche Dosis. Mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status, Aviation News. Soll ich noch was sagen? Nö. Also bis dann. Danke. Ciao.